Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit Sims 4 an die Uni. Und sie ist gerade von der Arbeit gekommen, hat ihre 160 Simoleons verdient und kann jetzt erstmal duschen gehen. Und ja, wir sind ja auf dem besten Weg hier voranzukommen, ne? Das ist mittlerweile ausgezeichnet. Ist ausgezeichnet besser als hervorragend? Ich weiß es nicht. Oder geht hervorragend nur bei den Abschlussarbeiten? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Deswegen, ja, könnte sie halt nochmal das dann üben vielleicht gleich. Weil ich werde jetzt heute Abend nicht nochmal losgehen. Weil ich glaube, das wäre nicht unbedingt so gut. Es ist nämlich schon spät. Und dann kann sie das halt üben und dann kann sie schlafen gehen. Und dann können wir morgen vielleicht sagen, dass wir dann das halten oder so. Und dann können wir losgehen und den Brightchester dann unseren PC abstellen. Ja. Damit wir dann da halt an unserer Abschlussarbeit üben, halt machen können und so. Denn uns bleibt nicht mehr so viel Zeit. Und ja. Vielleicht würde ich tatsächlich sogar nochmal überarbeiten und gliedern. Weil ich bin mir nicht sicher, ob es nicht noch besser geht. Und ich würde es halt zumindest einmal ausprobieren. Weil, ja, ich möchte natürlich, dass sie das hier alles ohne Probleme irgendwie schafft. Und, ja. So, dann kann sie bitte was essen. Dann müsste ich sie gleich einmal resetten. Oh, ich resette sie jetzt. Weil das immer ein bisschen nervig ist, dass sie dann halt hier so Probleme haben, wenn das da ist. Wer ist das? Wer ist Jacob? Hallo? Where are you? Ah, girl. I can't see you. Wer war das? Egal. So, und jetzt machst du nochmal den hier. Und dann gucken wir uns das mal an. Nee, Olivier, wir haben heute keine Zeit. Wir wollen auch noch eine neue Fähigkeit lernen, wie wir hier sehen. Das wäre natürlich auch okay. Achso, verdammt, das Essen aussortieren. Ist das jetzt besser geworden? Ausgezeichnet, nö. Dann sortiere es aus und dann können wir die Präsentation halten. An einem Wochentag. Also halt erst morgen. Okay, gut, dann müssen wir die halt dann halten. Dann gehen wir jetzt nach Brightchester und stellen da unseren PC ab. Da. Gemeinschaftsdingens-Dings-Dings. Gut, ja. Ich wollte irgendwas sagen. Ich weiß ja schon wieder nicht mehr. Mein Gedächtnis ist leider einfach nicht so gut. Das ist immer so ein Problem. Aber wir haben heute wieder eine Facecam. Nach langem. Ja, weil ich muss mich halt gut genug fühlen dafür. Und ja. Deswegen, das ist halt so das Problemchen hier, ne? So, hier Pipi machen und dann stellen wir schon mal den Laptop dahin. Und dann Universität, Abschlussarbeit, weiter schreiben. Stimmt, wir hatten schon ein bisschen angefangen gehabt, ne? Gut. Hallöchen. Sie ist so süß einfach, ne? Oh mein Gott. Ich schwöre es euch. Ich finde die so cute. Hallo? Der Entwurf ist fertig. Universität. Bearbeiten. Ja, Qualität schlecht. Das wollen wir nicht. So, dann let's go. Ich finde es so geil, dass die Tastatur leuchtet und so, ne? I wish, ich würde sowas gern haben selber. Ist schon geil, also da kannst du nichts gegen sagen, ne? Er isst verdorbenes Essen, gut. Kann man machen, sollte man nicht unbedingt. Hier fängt jemand an zu reden an dem Mikrofon. Uff, Kreativitätsfeier.
Was geht denn ab? Hallo? Oder ist sie nicht hier? Hä? Weil stand da nicht gerade... I don't know. Aber ja, so. Welche Fähigkeit lernt sie denn? Darf ich das wissen? Wird mir irgendwie nicht richtig angezeigt, kann das sein? Weil ich glaube, forschen und debattieren. So. Universität. Hervorragend. Gut, dann sind wir da auch schon mal durch. Dann haben wir das schon mal. Dann sollte sie aber vielleicht noch mal lernen für... Und dann, ja, kann sie für beides eigentlich noch mal lernen, ne? So. Den stecken wir kurz ein. So. Hallo? Ich habe gesagt, du sollst lernen. Hallo? So, wir sind auch noch 1 minus zurzeit. Das ist ja eigentlich ganz gut. Deswegen, ja, hoffe, dass das halt so bleibt. Cool, sie hat das erreicht. Nice. 150 kriegt sie dafür. An Gastvorlesungen teilnehmen. Und Kurs mit einer 1 abschließen. Ich glaube, das werden wir niemals schaffen. Weil das Ding ist, wir arbeiten ja auch zu der Uhrzeit immer. Und wir brauchen das Geld aber auch einfach. Deswegen können wir das nicht mal einfach mal so sein lassen oder so. Ja, passiert. Dann haben wir auf jeden Fall für das Fach auch nochmal gelernt. Dann können wir uns hier kostenlos Essen holen. Einen Apfelkuchen. So, hör auf zu lernen erstmal. Und hol dir kostenlos Money. Money. Also kostenlos Money holen, da wäre ich auch dabei. Ich weiß nicht wieso. Oh. Essen gibt es später wieder. Ne? Ich wollte kostenloses Essen haben. Aber ich glaube, das wird nichts. sie braucht ein bisschen Spaß. Vielleicht sollte sie einfach mal ein bisschen herumfahren mit ihrem Fahrrad. Denn... Ja, wie dumm bist du denn? Oh mein Gott. Nein. Wir stellen das Fahrrad. Ach, das kann man nicht vom Dingens stellen, ne? Du gehst jetzt hier hin. Und jetzt sagst du, wir fahren herum. Oh mein Gott, dieses Spiel macht mich einfach so fertig, ne? Ah. Jetzt hör auf. Das Ding ist halt, ich glaube, die machen heute gar kein Essen mehr, ne? Dann müssen wir wohl oder übel nach Hause gehen. Und halt dann wieder unseren Kuchen essen, obwohl der ist jetzt wahrscheinlich verdorben, oder? Das wäre natürlich nicht so cool, ehrlich gesagt. Aber lässt sich dann halt auch nicht anders regeln, leider. Wir mussten ja irgendwie gar nicht arbeiten, ne? Wir haben frei heute anscheinend. Ich glaube morgen auch. Aber ich brauche das Geld. Also, insofern wäre es natürlich besser so, ne? Aber kritisch auf jeden Fall. Ja, wir haben auf jeden Fall nichts mehr. Da müssen wir uns... Ja, da fehlt dann die Theke wahrscheinlich, ne? Und kein Ofen mehr. Dann müssen wir einfach schnelle Mahlzeit nehmen und dann holen wir uns ein Chicken-Käse-Sandwich. Nom, nom, nom. Klar ist das nicht so gesund und so, weil das ist ja alles Fertignahrung, bla, bla. Was soll ich tun? Ich kann nichts dagegen tun. So. Und dann kann sie die ja nochmal üben. Ich denke, das wird was helfen, letztendlich, für unsere Arbeit. Also zumindest hoffe ich das. Weil wir sonst ein bisschen schlecht. So, wir setzen das und setzen das dahin. Warum blinkt das eigentlich immer? Bestätigungsnachricht hinterlassen. Okay, machen wir einfach mal. Keine Ahnung, ich habe zwar schon ein paar Mal in
so Wohnungen und so in Sammelschulen gelebt, so. Aber das war es irgendwie. Also nicht so. Da ist jetzt nicht so viel, wo ich sagen würde, hier ist pinkeln. Also noch nicht so dieses mit dieser Tafel oder so, das habe ich jetzt persönlich noch gar nicht so gesehen. Deswegen, ja, warum? Dieses Bett macht mich fertig. Ich weiß nicht, was passiert immer nur bei diesem Bett irgendwie zurzeit bei mir. Also, beziehungsweise vor allem bei Einzelbetten. Ich weiß nicht, was das Problem ist, aber Einzelbetten scheinen irgendwie ein bisschen glitchy zu sein seit ein paar Patches. Weil die dann immer sich nur entspannen wollen. Und dann geht irgendwie gar nichts mehr. Und das ist immer so, why? Geh schnell duschen. Dann iss nochmal einen Joghurt. Und dann können wir unsere Präsentation halten. Ja. Nein, ich kann nicht in die Lounge. Ich muss meine Präsentation halten. Das ist jetzt erstmal wichtiger. Weil dann bin ich nämlich durch. Erstmal. Und dann habe ich Zeit. 400. Die habe ich gerade nicht. Sorry, ich muss erst wieder arbeiten gehen. Wann muss ich arbeiten? Morgen. Okay. Und dann kann ich die quasi gerade noch so bezahlen. So. Und wir halten die jetzt. Ich hoffe, dass das gut ausgeht. Viel Erfolg. Warum geht das nicht schneller vorbei? Why? Ich hoffe, Ihre Präsentation ist gut. Sie ist zurück, denke ich. Konnte man nicht tragbaren Computer verwenden? Wo ist sie überhaupt? Ich sehe sie nicht mal. Warum ist sie da? Wir brauchen halt einen Tisch eigentlich. Warte. Moment. Nein. Wenn wir hier sind, ne? Hier ist das hier. Warum kann ich den da nicht draufstellen? Das ist... Das stresst mich. Wir können... Oh! Unsere... Das habe ich schon wieder vergessen. Hier können wir uns ja auch quasi Geld erschnorren. Oh mein Gott. Natürlich machen wir das. I need it. Schild lesen, ne? Das interessiert mich dann doch nicht. Oh mein Gott. Wir brauchen das Geld. Wenn wir das Geld haben, vielleicht können wir uns dann sogar noch einen Tisch dazu leisten oder so. Kommt drauf an, was wir jetzt hier finden. Wie viel Geld uns das so gibt? 65? Naja, okay. 15. Auf jeden Fall können wir unsere Rechnung bezahlen. Das ist schon mal ein Anfang, würde ich behaupten. 20. 65 nochmal. Komm, jetzt noch ein seltenes oder so. Komm ran. Und? 65 auch. Naja, vielleicht können wir uns das ja trotzdem leisten. Wir gucken mal. Ich darf nicht unter 400 kommen, ne? Vielleicht sollte ich erstmal eine Rechnung bezahlen. Vielleicht wäre das eigentlich sinnvoller. Aber wir gucken mal. Wie teuer ist ein Tisch? Der günstigste Tisch kostet... Oh. Und der günstigste Stuhl? Das reicht ganz knapp nicht. Willst du mich verarschen? Oh mein Gott. Dann halt nicht. Weil sonst hätte ich meinen Dingensstand überprüft. Aber das funktioniert jetzt halt nicht. Aber egal, wir können Miete zahlen zumindest. Das ist erstmal wichtig. Hallo? Miete zahlen. Die macht mich fertig, ganz ehrlich. Warum sitzt da ein Tier auf meinem Bildschirm? Hör auf. Geh weg. Also ich meine, man kann sich natürlich auch für Stipendium bewerben. Wir können ja mal gucken. Sport. Wir müssen einem Fußballteam angehören. Nee. Also wenn ich gerne danach aus das kann sich das Stipendium bewerben. Und Bewohner für Samashuno. Ja, dann können wir das doch erstmal nehmen, weil die können uns erstmal ein bisschen Geld geben. Klar, das müssen wir abbezahlen, aber das können wir ja nach und nach tun. Das ist vielleicht erstmal gar nicht mal so bad, wenn wir uns darum kümmern würden. Dieses Tier auf meinem Bildschirm macht mich fertig.
Wir können gleich mal mit Olivier noch mal eventuell irgendwo hingehen und was essen. Weil sie braucht auch sozial so und sie sollte mit ihren Freunden vielleicht einfach mal reden. Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Kann dieses Tier nicht einfach mal weggehen? Oh, ich habe keine Lust, jetzt auszustehen, weil das nicht so toll aussieht. Wir können ja auch einfach zusammen in eine Karaoke-Bar gehen. So, gemeinsam. Da. Und dann quatschen wir einfach erstmal ein bisschen und dann können wir noch ein bisschen Spaß haben. Das Semester endet jetzt ja dann fast. Es sind ja nur noch 2 Tage oder sowas. Ich meine, unsere Sachen haben wir abgegeben, wir müssen nichts mehr tun. Das heißt, für uns ist es quasi schon vorbei. Wir müssen jetzt nur noch auf unsere Noten warten. Aber ja, ne, das wird schon. Seltene Sammelobjekte. Hallo. What up in the club? Können wir. Schmutziger Witz, das geht immer, oder? Dann eine fesselnde Geschichte. Ich glaube, das Tier ist weg. Oh mein Gott. I love it. So, und dann bestellen wir was zu essen. Ein Brötchen, wie wär's? Das wäre doch schon mal was. Sie hat keine Stimme mehr anscheinend. Doch, jetzt. Ich dachte gerade so, okay. Was geschieht hier? So. Miau. So, ein Brötchen. So, nom 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 nom. Setzt sich zu uns eventuell. Das wäre sinnvoll. Nein. Dann fragen wir ihn nach seinem Tag. Wow. Stimmt, Akira Kibo, der kann das, glaube ich, ganz gut. Oh mein Gott, ist das vorbei? Was? 3 minus? 1 plus? Wow. Das Semester ist um. Ich hätte nicht erwartet, dass das jetzt schon um ist. Ah. Ja, ich möchte mich einschreiben. So, wir bleiben natürlich dabei. Wir bleiben aber bei 2 Kursen. Das reicht uns nämlich. Muss noch 6 Kurse. Vielleicht können wir auch 3 wagen. Aber obwohl, das passt dann vielleicht nicht mit unseren. Ach, weil, 2 ist eigentlich ganz gut. Auch wenn's. Weil das Ding ist, ich möchte mich jetzt nicht wieder so überanstrengen, weil im ersten Semester hatte sie gar keine Freizeit. Und das ist halt absolut nicht gut. Deswegen, ja. Müssen wir halt gucken, ne? Aber passt schon. Wir sind ja hier ganz gut dabei, ne? Wir bleiben zu Hause natürlich. Und, ja, wir können das gerade eh nicht bezahlen. Deswegen Kosten und Zinsen 504, die Kreditsumme gehört dem Studenten. Stipendium kriegen wir eventuell. Aber ja. Und jetzt kann man das halt dann regelmäßig dann abbezahlen oder so, ne? Wird man da nicht auch gefragt oder? Oh, man kann die auch hier dann fragen? Okay, dann fragen wir die hier. Was denn? Wir haben ja. Egal. Ausschreiben, Bewerbung mit Stipendium prüfen. Okay. War ich hier irgendwo? Kann man dann hier Kredit abbezahlen? Gut. Wird auch, glaube ich, regelmäßig gefragt, wie gesagt. Sie muss erst in 2 Tagen, das heißt, sie kann halt ihre ganzen Sachen. Sie muss 2 Abschlussprüfungen schreiben. Uff. Sage ich dazu nur uff. Weil sie kann morgen auf jeden Fall ihre Hausarbeiten machen, das ist schon mal ganz gut. Ja. Wir sind auf jeden Fall dabei, denn morgen ist frei. Erstmal, außer halt arbeiten abends, aber das kriegen wir schon auf die Reihe. Ja. Und dann habt noch einen schönen Tag. Ich würde auch gern singen, ehrlich gesagt. Ja, hör auf zu singen. Ich möchte auch singen. Auch wenn es sich ganz schrecklich anhören wird. Aber egal. Duett singen? Kann ich mit ihm singen? Ja's. Okay, hör auf zu essen. Das ist wichtiger. Das Duett ist wichtiger. Los geht's. Oh, sie ist schwanger. Cool. Ah, da ist sie. Oh mein Gott, hi. Ihr sollt mit ihr auch reden, weil sie ist ja eigentlich auch. Also, wir haben es gut verstanden, okay? So, deswegen können ja Friends werden. Hallo, ich möchte singen. Lass mich singen.
Oh mein Gott. Es ist so bescheuert, ey. Ihr seid doof, beide. Naja, passt schon. Es wird schon ein guter Screenshot dabei sein. Ihr seid alle bescheuert. I'm sorry. Ist my girl jetzt weg, Alter? Als ob sie gegangen ist. Ich wollte noch mit ihr reden. Naja. Dann, doch, da ist sie doch. Hi, girl. Tag verschönern. Weil vielleicht, so, wir könnten ja auch halt theoretisch eine Beziehung mit einem Girl anfangen. Dann können wir wenigstens kein Kind kriegen, weil ich habe gar keinen Bock auf Kinder. In diesem Let's Play. Man weiß es noch nicht. Ja, aber ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!